In diesem Video geht es darum, was Homöopathie ist und warum wir sicher sein können, dass sie nicht funktioniert. Und wenn ich sowas sage, gibt es immer irgendjemanden, der sagt, du, da kannst du ja nicht so verallgemeinern. Ich zum Beispiel kenne ein ganz prima pflanzliches Präparat. Und das ist schon der erste Fehler. Pflanzliche Heilkunde oder Kräuterheilkunde und Homöopathie auf der anderen Seite haben nichts miteinander zu tun. Das sind zwei völlig unterschiedliche Paar Schuhe. Die Idee mit der pflanzlichen Heilkunde ist genau wie bei der schulmedizinischen Pharmakologie, nämlich dass in der Pflanze eine Substanz drin ist, die in meinem Körper irgendwas macht und mir so hilft. Es ist ein Wirkstoff. Und dass in Pflanzen Wirkstoffe drin sein können, ist völlig unbestritten. Wer schon mal einen Kaffee getrunken hat und danach wacher war als vorher, der hat die Wirkung des pflanzlichen Wirkstoffes Koffein miterlebt. Oder Baldrian, dass das sein müde macht, ist völlig unbestritten. Anderes Beispiel, solche Sachen hier wie Kamillentee, Hausmittel bei Bauchweh und so. Pflanzenheilkunde ist natürlich auch nicht ganz unproblematisch, weil das ganze Wissen aus der Überlieferung kommt und da auch bei der Überlieferung eine Menge Aberglaube mit überliefert wurde. Das heißt, ein paar von den Sachen funktionieren einfach nicht. Aber das kann man ja austesten. Du kannst gucken, welche von den Sachen funktionieren eigentlich und welche nicht. Worauf ich hinaus will, ist, pflanzliche Heilkunde macht Sinn. Die kann funktionieren. Im Gegensatz zur Homöopathie. Aber was ist jetzt Homöopathie? Das erkläre ich euch mir nach. So, erstmal einen Schluck Wasser trinken. Ich habe gerade nicht so einen Bock auf. Ausspielen noch. So, ich spiele es gerade noch mal ein bisschen gründlich aus. Klares Leitungswasser. Oder ist da vielleicht doch noch so ein bisschen? Wisst ihr was? Ich spüle es nochmal gerade. So, jetzt aber. Wer von euch würde sagen, dass das hier nicht reines Leitungswasser ist, sondern Kamillentee? Blöde Frage. Aber fragt das mal einen Homöopathen. Der würde nämlich sagen, der Kamillentee ist jetzt potenziert und noch viel stärker als vorher. Der Kamillentee? Nee. Der Kamillentee hier drin, der hier in dem Glas ist, der ist jetzt noch stärker als vorher. Wie geht das denn? Also dazu muss man wissen, dass wenn ein Homöopath sagt, potenziert, dass er damit meint, verdünnt. Aber wieso verdünnt der Kamillentee? Ich habe das doch ausgeschüttet und ausgespült. Also die Idee ist folgendermaßen. Also wenn ich in so einem Glas was drin habe und das wegschütte, dann ist das ja nicht ganz ratzekalle leer. Dann ist ja noch da so ein winziger Schluck ist da ja dann noch so drin. Und das, was hier drin ist, das ist ungefähr ein Milliliter. Und wenn ich das dann auffülle, so, das sind ungefähr 100 Milliliter. Das heißt, das hier ist jetzt eine 1 zu 100 Verdünnung von Kamillentee. Wenn ich das nochmal ausschütte und nochmal auffülle, habe ich eine 1 zu 100 Verdünnung, 1 zu 100 Verdünnung. Das ist eine 1 zu 10.000 Verdünnung. Wenn ich das nochmal mache, habe ich eine 1 zu 1 Million Verdünnung. Und hier habe ich das 15 Mal gemacht. Und ich habe mitgezählt und ich habe mir hier sogar so einen kleinen Sträuch gemacht, damit ich immer schön sehe, wo die 100 Milliliter sind. Ja, wie verdünnt ist denn das jetzt? Das hier ist eine Verdünnung von 1 zu einer Quintillion. Nie gehört die Zahl? Ich habe die auch noch nie gehört. Ich musste nachgucken, wie die heißt. Das ist eine 1 mit ganz schön vielen Nullen. Aber was heißt denn das? Wenn ich jetzt das hier trinke, wie viel Kamille trinke ich dann? Also in 100 Milliliter Wasser sind 3,3 mal 10 hoch 24 Wassermoleküle. 3,4 mal 3,34 mal 10 hoch 24 ist eine Zahl, die 299.000 mal kleiner ist als eine Quintillion. Das heißt, wenn ich das hier 299.000 mal mache, 299.000 Gläser in einer Reihe stelle, dann ist in einem von diesen Gläsern ein einziges Molekül von meinem Kamillentee.
Ja, also das hier ist wirklich reines Leitungswasser ohne einen Hauch von Kamille. Aber warum erzähle ich das eigentlich alles? Weil genau das Homöopathie ist. Wenn ich vom Homöopathen ein homöopathisches Präparat verschrieben gehe und in die verschrieben kriege und in die Apotheke gehe und mir das kaufe, dann ist das sowas hier. Wenn es vielleicht gar ein Kamillenpräparat ist, so wie das, was ich mir hier in der Apotheke gekauft habe, dann ist das genau das Gleiche. Und auf so Präparaten, homöopathischen Präparaten, steht immer drauf, wie potenziert die sind. Und Potenz, potenziert ist, wie gesagt, verdünnt. Und das ist immer ein Buchstabe mit einer Zahl. Wenn ein C draufsteht, bedeutet das 1 zu 100 verdünnt. Und eine Zahl sagt, wie oft ich es 1 zu 100 verdünnt habe. Das heißt, das hier ist eine C15 Camomilla-Zubereitung. Und Camomilla und nicht Kamille, weil Latein hört sich ja immer gleich ein bisschen schlauer und medizinischer an. Deswegen sind die Sachen immer alle auf Latein in der Homöopathie. Das hier ist eine Camomilla D30 Präparation. Und D bedeutet, dass ich das nicht mit 100 Milliliter ausgespült habe, sondern mit 10 Milliliter. Das heißt, ich muss für die gleiche Verdünnung doppelt so oft ausspülen, kommt aber ansonsten aufs Gleiche raus. Camomilla D30 ist eine Verdünnung von 1 zu einer Quintillion. Das hier ist ganz im Ernst das Gleiche wie das hier. Ja. C15 ist jetzt aber nicht die stärkste Verdünnung, die man so in der Homöopathie benutzt. Und zwar bei weitem nicht. Ich habe hier mal einen homöopathischen Arzneimittelanbieter im Internet aufgesucht. Und das sind die Camomilla-Potenzen, die er anbietet. D-Potenzen, C-Potenzen. Das hier ist unser ausgespültes Glas Leitungswasser, C15. Dann gibt es noch C30, C60, C100, C200, noch höhere Potenzen. Und obwohl in C15 schon gar nichts mehr drin ist, ist das nicht die stärkste Potenz, die benutzt wird. C30 ist eine Potenz, die sogar viel öfter benutzt wird. Und ich habe mal ausgerechnet, wie verdünnt C30 eigentlich ist. Also wenn ich hier so meinen Milliliter hätte und mir dieses ganze Glas ausspülen sparen wollte und jetzt eine Menge Wasser nehmen will, wo ich das mit einem Schwaps, also reingieße und direkt auf der richtigen Verdünnung bin. Wie viel Wasser bräuchte ich da? Müsste ich da meine ganze Badewanne voll machen? Oder müsste ich jetzt zum Baggersee fahren und es dann da? Wenn ich das hier nehme, ins Auto steige, nach Frankreich fahre, zum Strand gehe und das in den Atlantischen Ozean schütte, dann ins Flugzeug steige, auf die andere Seite des Atlantischen Ozeans nach Amerika fliege und da an den Strand gehe und aus dem Ozean Wasser schöpfe, dann ist in diesem Glas Wasser eine höhere Kamillentee-Konzentration als in einem C30-Präparat. Das hier ist ein Foto von Pluto. Zwergplanet, der ist ganz schön weit draußen. Die Sonde, die NASA losgeschickt hat, um dieses Foto zu schicken, Foto zu schießen, war 9 Jahre unterwegs. So weit ist er draußen. Wenn jetzt der ganze Raum zwischen Sonne und Pluto mit Wasser aufgefüllt wäre, eine riesige Wasserblase, dann wäre über uns rum auch überall Wasser. Und dann würde ich das hier nehmen. Und das in dieses Wasser um uns herum reinschütten. Und dann würde ich meine Sonde losschicken und die würde dann zum Pluto schwimmen. Und mal angenommen, könnte schwimmen, wie sie durchs Vakuum fliegen kann. Da würde sie 9 Jahre lang brauchen. Und dann wäre sie beim Pluto angekommen, dann würde sie ihren kleinen Roboterarm ausfahren und da Wasser schöpfen. Und dann wäre in diesem Wasser immer noch mehr Kamille als in einer C30-Präparation. Die Wasserblase, die ich bräuchte, hätte einen Radius von 6,2 mal 10 hoch 14 Kilometer. Und um das in Perspektive zu setzen, das nächste Sonnensystem ist Eridani, das übernächste Gliese, und die sind beide näher dran, als der Rand dieser Wasserblase wäre. Ja, ganz schöne Menge Wasser. Aber so ein Homöopath
Der kann doch auch rechnen. Der weiß das doch auch. Wenn ich jetzt zu so einem Homöopath hingehe und sage, du sag mal, dieses Präparat, was du mir hier verschrieben hast, da ist ja gar keine Kamille drin. Wie soll mir das denn helfen? Dann sagt der, so genau wissen wir das ja auch nicht. Aber vermutlich ist das so, dass das Wasser, das hier drin ist, sich daran erinnert, dass da vorher mal Kamillentee drin war. Ohne Quatsch. Das ist die gängige Erklärung bei den Homöopathen. Das Wasser, das jetzt hier drin ist, erinnert sich daran, dass da mal was anderes drin war, bevor ich das Glas 15 Mal ausgespült habe oder 30 Mal ausgespült Wie ist denn das mit diesem Globuli? Ich habe jetzt also Wasser, das erinnert sich an die Kamille, aber wenn ich homöopathische Arzneimittel kaufe, kriege ich ja meistens nicht so eine Tinktur, sondern diese Zuckerkügelchen, die Globuli. Die sehen so aus hier. Wie werden die denn hergestellt? Ich zeige euch das mal. Moment. Das ist gar nicht so schwierig. Fertig. Das ist ohne Quatsch, wie diese Globuli hergestellt werden. Man nimmt sich hier seine Tinktur und sprotzt da so ein ganz kleines bisschen hier drauf. Und das Wasser erinnert sich ja, ne, an die Kamille. Man sagt das dann den Zuckerkügelchen weiter. Und auch wenn das Wasser dann verdunstet ist, dann müssen die Zuckerkügelchen immer noch. Ach ja, die Kamille. Die Kamille, ja. Also wenn so eine homöopathische Arzneimittelfirma das macht, das sieht dann ein bisschen anders aus, als das jetzt bei mir aussah. Also die schütten das hier nicht weg und nehmen den Milliliter, der übrig bleibt, sondern was die machen ist, die nehmen hier erst den Milliliter raus und schütten es dann weg. Kommt natürlich aufs Gleiche raus. Ja, und was noch oft passiert ist, dass sie das nicht mit Wasser machen, sondern mit einem Gemisch aus Wasser und Ethanol. Also mit Schnaps. Die spülen das Glas dann mit Schnaps 15 Mal aus. Ja, ansonsten ist es das aber. Warum zum Henker glaubt irgendjemand, dass das funktionieren könnte? Wer hat sich das denn ausgedacht? Erzähle ich euch. Mir nach. Also erfunden hat die Homöopathie ein gewisser Herr Hahnemann. Das war um 1800. Und so sah der aus, der Kollege. Und passiert ist das Ganze so. Also damals wusste man, dass die Rinde vom China-Rindenbaum gegen starkes Fieber hilft, wie zum Beispiel bei Malaria. Und das tut sie auch wirklich. Da sind wir wieder bei der pflanzlichen Heilkunde. Und der Hahnemann hat dann so einen ganzen Batzen davon eingenommen. In ganz kurzer Zeit und davon ist ihm dann so schlecht geworden und dann so richtig schlecht, so fast so, als wäre er so ein bisschen fiebrig. Und dann hat er sich gedacht, weil der war ja nicht auf den Kopf gefallen, unser Herr Hahnemann, Moment mal, das kann ja kein Zufall sein. Dabei handelt es sich bestimmt um ein Naturgesetz, dass alle Substanzen auf der ganzen Welt in hoher Dosis genau die Symptome auslösen, gegen die sie in niedriger Dosis wirken. Gegen, ja, genau so. Ja, und da hat er eine homöopathische Regel draus gemacht. Gleiches heilt Gleiches. Und so finden die auch neue Medikamente, die Homöopathen. Die nehmen einfach irgendwas in einer hohen Dosis und dann gucken sie ganz gewissenhaft, dann schreiben sie dann auf, wie sie sich so fühlen und dann wissen sie, wogegen das hilft. Und die nehmen auch nicht nur pflanzliche Ausgangsstoffe, die nehmen alles Mögliche. Die nehmen Spinnen zum Beispiel, zermörserte Spinnen. Ja, und gucken hier rein und wenn die so zermörsert. Oder Bettwanzen. Rindergalle. Krebsgeschwüre. Ein homöopathisches Präparat ist aus Hundekacke. Ja.
Wogegen hilft denn Hundekacke? Da muss ich halt ein heldenhafter Homöopath bereit erklären, das Arzneimittelbild zu erstellen. Also er nimmt das in hoher Dosis und füllt dann so genau in sich rein, was ihn, in ihm so vorgeht und was das Präparat so mit ihm macht. Und also er beißt dann in so eine Kackwurst. Und dann schreibt er dann auf. Irgendwie ist mir ganz schlecht. Würgereizer. Und da habe ich so einen ganz merkwürdigen Geschmack auf der Zunge auch. Ja, und dann weiß er dann, wogegen das hilft. Und wenn dann so ein Patient in die Praxis kommt und sagt, oh, wissen Sie, irgendwie ist mir schlecht und ich habe auch immer so einen seltsamen Geschmack im Mund, dann sagt er, hoho, gerade zufällig gestern habe ich noch Hundekacke zermörsert, den Schnaps aufgelöst, den Ausguss runtergespült und dann das Glas ganz gründlich, richtig, richtig gründlich mit Schnaps wieder ausgespült. Ihr kennt das Spiel. Und dann habe ich ein bisschen Schnaps wieder da reingetan und auf Zuckerkügelchen geträufelt und hier, die müssen Sie jetzt nehmen. Ah, und das hilft mir jetzt? Na klar, warum sonst würde mir schlecht werden, wenn ich in eine Kackwurst beiße, Ja. Moment, sagt er jetzt. Nur weil du es nicht verstehst, heißt ja nicht, dass es nicht funktioniert. Du musst ja offen sein für Sachen, die du nicht verstehst. Absolut richtig. So funktioniert das in der Wissenschaft und so funktioniert das in der Medizin. Ob ich vorher glaube, dass das funktionieren kann, ist absolut egal. Wichtig ist nur, ob es funktioniert. Und das tut Homöopathie eben nicht. Was der Herr Hahnemann da hatte, das war eine Hypothese. Er hat gemeint, eine Regel zu erkennen, wissenschaftliche Hypothese. Und was macht man mit einer wissenschaftlichen Hypothese? Man testet sie. Fast alle Hypothesen, mit denen man anfängt, sind falsch. Und entweder sind sie so falsch, dass man sie ganz wegschmeißen muss, nachdem man sie getestet hat. Und das ist mit der Homöopathie der Fall. Oder man merkt, dass sie zum Teil falsch sind. Da muss man sie anpassen und wieder Experimente machen, wieder anpassen. Irgendwann kommt man bei einer Hypothese raus, die dann so gut ist, dass sie wirklich voraussagen kann, was im nächsten Experiment passiert. Und Hahnemann hat das eben nicht gemacht. Und der erinnert mich dann ein bisschen an diesen Kameraden. Das ist Franz Reichelt. Das war ein Schneider in Paris. Und der hat sich gedacht, Fallschirme sind ja schon eine echt coole Erfindung. Aber was noch cooler wäre, wenn man so einen Fallschirm direkt quasi als Umhang hätte. Und wenn man dann sieht ganz normal aus wie ein normaler Umhang und dann laufe ich irgendwo lang, dann rutsche ich da aus und dann falle ich irgendwo runter, dann breite ich einfach die Arme aus und segel dann wie eine Feder zu Boden. Und so einen Umhang-Fallschirm hat er sich dann auch geschneidert hier. Das ist das, was er hier anhat. Und um allen zu zeigen, wie geil das Teil ist, ist er damit auf den Eiffelturm gestiegen und runtergesprungen. Platsch, wie ein Stein, sofort tot. 1912. Da gibt es sogar Videoaufnahmen von, wie er da runterspringt. War die Idee kacke? Weiß ich nicht. Da müsste man jemanden fragen, der sich mit der Fallschirmphysik auskennt. Aber was auf jeden Fall mega scheiße war, dass er das nicht getestet hat. Dass er dachte, er ist so genial und perfekt, dass er das mit einem Fatz schneidert und dann funktioniert es auch direkt. Er hätte ja mal einen Stein dranhängen können, anstatt damit selbst runterspringen zu können. Und genau das hat Hahnemann gemacht. Er hat es direkt als Gesetzmäßigkeit definiert und angewendet. Und das Problem bei Hahnemann im Gegensatz zu Reichelt ist, dass es ihm heute noch Leute nachmachen, die glauben, dass das wirklich genauso funktioniert. Aber Moment mal, denkt ihr jetzt vielleicht. Ich habe doch Homöopathie schon getestet. Ich hatte mal einen Schnupfen, da bin ich in die Apotheke gegangen, habe mir homöopathisches Präparat geholt, dann ist der Schnupfen wieder weggegangen. Das Problem damit ist, dass der Schnupfen ja auch weggegangen wäre, wenn ihr nichts genommen hättet. Der Schnupfen geht irgendwann weg. Und um zu wissen, dass das homöopathische Präparat wirklich geholfen hat, den Schnupfen kürzer zu machen oder einfacher zu tragen oder was weiß ich, müsste man
viele, viele Schnupfen abwarten und bei manchen davon das Präparat nehmen, bei anderen nicht. Dann müsste man auch auswürfeln. Oh, jetzt habe ich Schnupfen, jetzt würfel ich. Wenn ich eine gerade Zahl würfel, nehme ich das homöopathische Präparat, damit das randomisiert ist. Und ich weiß nicht, wie viele Schnupfen ihr so habt, aber es würde schon eine ganze Weile dauern, ein Präparat auch nur zu testen auf die Art und Weise. Aber zum Glück kann man ja auch einfach 100 Leute nehmen, die alle gerade Schnupfen haben und denen das dann gleichzeitig geben. Die Hälfte kriegt Zuckerkügelchen, die einfach nur aus Zucker bestehen. Die andere Hälfte kriegt Zuckerkügelchen, die einfach nur aus Zucker bestehen, aber sich daran erinnern, dass, ihr wisst, die homöopathischen. Und dann guckt man, ob die eine Gruppe im Schnitt milderen Krankheitsverlauf hat als die andere Gruppe. Das wäre eine klinische Studie. Und damit die nicht beeinflusst werden, also ich zum Beispiel als, ich gebe zu, dass ich der Homöopathie ein wenig kritisch gegenüber eingestellt bin. Und wenn ich bei sowas mitmachen würde, dann würde ich ein homöopathisches Präparat kriegen. Würde ich, klappt doch eh nicht, ich glaube, mein Hals kratzt es immer noch. Und das wäre nicht, weil ich schummeln wollen würde, sondern weil ich eine Erwartungshaltung habe. Und man neigt dazu, dass die Erwartungshaltung, dass man die bestätigt. Das heißt, der Patient darf nicht wissen, was er kriegt. Und der Arzt, der dem dann in den Hals guckt und aufschreibt, ob die Mandeln noch entzündet sind oder was, wenn der jetzt weiß, wer also guckt in den Hals und sagt, oh, er ist ja, nee, ist immer noch entzündet, dann denkt er, oh, der hatte eigentlich das Medikament gekriegt. Dann guckt er vielleicht nochmal genauer, ob das wirklich entzündet ist. Und das will auch schon Fehler in die Studie reinbringen. Deswegen darf der Arzt oder die Ärzte, die das abnehmen, die das untersuchen, dürfen auch nicht wissen, wer das Medikament gekriegt hat und wer das Scheinmedikament, das Placebo, gekriegt hat. Das ist eine randomisierte Doppelblindstudie. Doppelblind, weil Patient und Arzt blind sind. Und nur in so einer Studie kann man sehen, ob ein Präparat oder Medikamentenklasse wie bei der Homöopathie wirklich funktioniert oder nicht. Und diese Doppelblindstudien sind noch und nöcher durchgeführt worden und haben immer wieder ganz eindeutig gezeigt, dass Homöopathie nicht funktioniert. Gar nicht, gegen überhaupt nichts, nicht gegen Schnupfen, nicht gegen Rückenschmerzen, nicht gegen Fußpilz. Es klappt nicht. Homöopathie funktioniert nicht. Homöopathie ist ein reines Placebo. Also, macht nicht den Fehler, für sowas hier Geld auszugeben. Zugegeben, ich habe dafür Geld ausgegeben. Aber ich habe nur einen einzigen von euch helfen konnte, von dem Teufelszeug loszukommen. War es das wert? Und außerdem kann ich damit noch mein Kamillentee süßen. Schön süß. Ah ja, warte, eine Sache noch. Eine Sache muss ich noch. Ich habe ja am Anfang darauf rumgeritten, dass Homöopathie nicht das gleiche ist wie Pflanzenheilkunde. Es gibt allerdings ein Bereich, wo die so ineinander übergehen, und das ist, wenn ich nicht zum Homöopathen gehe und mir was verschreiben lasse, sondern in die Apotheke gehe und sage, ich habe ja einen Schnupfen, ich hätte gerne ein mildes Medikament, haben Sie vielleicht was Homöopathisches? Dann kriege ich sowas hier. Und hier, das sind weder Globuli noch Tinkturen, das sind dann irgendwas. Und ihr seht, da habe ich schon eine ganze Menge von, die schmecken gar nicht so scheiße. Und wenn ich hier reingucke, also da steht, ich weiß nicht, ob ihr das gerade gesehen habt, homöopathisches Arzneimittel. Wenn ich hier reingucke, was da eigentlich drin ist, dann finde ich hier drei Zutaten. Ja, lateinische Namen, das sind drei verschiedene Pflanzen, oder pflanzliche Zutaten. Und hier steht die homöopathische Potenz davon. Hier ist so ein kleiner Kreis mit einem Strich durch, das heißt, das ist nicht homöopathisch potenziert, sondern das ist ein pflanzlicher Wirkstoff, der da einfach drin ist. Das heißt, hier ist wirklich was drin. Bei den anderen beiden sind die Potenzen D3, das heißt, das ist 1 zu 1000 verdünnt. Ich habe hier 75 Milligramm 1 zu 1000 verdünnt, das heißt, das ist 0,075 Milligramm von dem wirklichen Wirkstoff. Und je nachdem, was das ist, ist das was einen Effekt haben kann. Das heißt, hier steht zwar homöopathisch drauf, es sind aber wirklich Substanzen drin. Und bei solchen Sachen ist, wie gesagt, nicht ausgeschlossen, dass es wirklich eine Wirkung hat, weil da halt pflanzliche Ausgangsstoffe drin sind, die auch eine Wirkung haben können.
Warum steht jetzt hier homöopathisch drauf und nicht pflanzlich? Ein Grund ist, dass homöopathisch so ein Label geworden ist, womit man Sachen verkaufen kann, weil Leute denken, ja, das ist sanft und ganzheitlich und bla bla bla. Und dann denken die, das müsste halt, Leute fragen gezielt nach homöopathischen Sachen, dann kriegen die halt pflanzliche Heilmittel, die als homöopathisch deklariert sind, weil irgendwas da 1 zu 100 oder 1 zu 10 manchmal nur verdünnt worden ist. Ein anderer Grund ist, wenn ich homöopathisch draufschreibe, dann muss ich nicht nachweisen, dass es funktioniert. Und ich muss auch nicht wie in der Kräuterheilkunde sagen, oh, das ist überliefert, dass es funktioniert, sondern ich gehe einfach nach der homöopathischen Arzneimittelbild. Wie haben Sie das hier formuliert? Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Und eins von diesen Pflanzen hier, Capsicum annuum, das ist Cayennepfeffer. Also, ihr wisst, was passiert, wenn ich hohe Dosis von einer Chili nehme, wenn ich die esse, wie sich das anfühlt im Mund und im Hals. Und jetzt wisst ihr auch, wogegen dieses Präparat ist, gegen entzündliche Prozesse mit Kratzen und Brennen im Hals- und Rachenbereich. Gut, ich hoffe, ihr habt alle Fragen, die ihr zur Homöopathie hatte, zu beantwortet. Wenn ich irgendwas ausgelassen habe, schreibt mir das bitte in den Kommentaren. Ich habe in der Beschreibung vom Video ein paar weitere Links, wo ich denke, wenn ihr das interessant findet oder noch mehr wissen wollt oder kritisch seid, wo ihr nachgucken könnt, ob das überhaupt alles stimmt, was ich euch erzählt habe. Naja, ansonsten bis zum nächsten Mal.